Montag, 30. Oktober 1989. Das Freie Wort in Suhl berichtet auf der ersten Seite über Diskussionsrunden vom Wochenende. So von einer Gesprächsrunde am Sonntag im Meininger Theater. 800 Bürger waren in den großen Saal gekommen. Auf der Bühne stellte sich unter anderem Peter Pech auf, erster Sekretär der SED-Kreisleitung, den kritischen Fragen. Im Suhler Wohngebiet Döllberg fiel auf einem Einwohnerforum der Satz: Ich wünschte, wir wären in Zukunft immer so viele. Ins Ilmenauer Kreiskulturhaus kamen mehr als 1500 Bürger. Der stark emotionale Dialog, unter anderem mit SED-Kreischef Wolfgang Störmer, dauerte mehr als 6 Stunden. Petri Heil hieß es beim Fischerfest am Herrenteig in Suhl. Hunderte waren gekommen, um beim Abfischen von über 2000 Regenbogenforellen zuzusehen. Berichtet wurde im Freien Wort auch über eine nicht genehmigte Demo in Prag. 3000 Teilnehmer forderten mehr Demokratie und den Rücktritt der CSSR-Regierung. In der DDR-Liga spielte Modersuhl zu Hause 1:1 gegen Dessau. Chemie Ilmenau verlor in Schkubau mit 0:2. Beide Mannschaften sind nach dem 11. Spieltag ganz hinten zu finden. Das DDR-Fernsehen nimmt neue Sendungen ins Programm. Die zeitgleiche Ausstrahlung der aktuellen Kamera um 19.30 Uhr im ersten und zweiten Programm wird abgeschafft. Dafür gibt es im zweiten Programm um 22 Uhr die AK2. Auch das Live-Donnerstagsgespräch wird es in dieser Woche zum ersten Mal geben. Im ersten Programm des DDR-Fernsehens läuft wie immer am Montag der alte Film. Diesmal der Blaue Engel mit Marlene Dietrich. Danach wie immer der Schwarze Kanal. 20 Minuten sollte die Sendung dauern, doch Karl Eduard von Schnitzler, auch bei der DDR-Bevölkerung Sudel-Ede genannt, war nach einer Minute schon fertig. Er verabschiedete sich nach 1519 Folgen. Das war der Taz in Berlin einen längeren Artikel wert. Im Ratgeberteil des Freien Wortes geht es über die Volkskrankheit Nummer 1, dem Alkoholmissbrauch. 10-20% der erwachsenen DDR-Bevölkerung sollen mit dem Alkohol ein größeres Problem haben. Eine halbe Seite gehört Montag den Partnerwünschen. Hier fällt auf, dass das Kürzel MLW weg ist. Keiner bekennt sich mehr zur marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Das Wetter startet regnerisch, aber recht mild in den November.